erste Hürde ist geschafft, sagt Bettina. Wir haben den Bahnstreik sozusagen schadlos überstanden, weil wir heute nach Bremen fahren wollen und zwei YouTuber besuchen. Lasst euch überraschen. Lass dich überraschen. Steht wahrscheinlich schon wieder im Titel, aber egal. Ja, wir sind jetzt in Bremen am Hauptbahnhof. Hier ist so eine Art Fahrradmesse und jetzt warten wir noch auf Karin und Luti. Mal gucken. Guten Morgen. Moin. Zusammen. Jetzt sind wir endlich vereint. Wir haben uns hier ein bisschen verpasst am Bahnhof, aber ja, gut, jetzt sind wir zusammen. Und eine wollen Anreise los. Unter erschwerten Bedingungen, ja. Denn die Bahn streikt. Aber der Zug heute ist pünktlich gefahren. Ne? Ja, ja. Der fährt dann auch pünktlich. Jeder zweite. Also. Ja, ja. Also dann können wir auch morgen gut zurückkommen. Dann wollen wir mal los, würde ich sagen. Genau. Also das ist hier das Blockland. Das wusste ich auch noch nicht. Ich lerne heute hier auch noch mal viele, viele neue Sachen kennen. Eine schöne Runde, wirklich. Ja. Es gibt sogar noch eine Fährüberfahrt. Ah ja. Fährüberfahrten sind immer gut, finde ich. Die lockern das Ganze so ein bisschen auf. Wir müssen ja einmal übers Wasser. Ja. Das Schild hier ist echt gut. Nein, wir haben keinen Schnitz. Wie heißt hier dieses Gewässer? Dammsiel. Das ist die Wümme. Die Wümme, ah ja. Die Schleuse heißt Dammsiel. Wir machen jetzt hier Pause. Dammsiel an der Wümme. Die Karen-App. Die Karen-App, ja. Frisch gestärkt fahren wir jetzt weiter durch dieses herrliche Gebiet hier. So, es macht richtig Spaß. Wir cruisen hier sozusagen ganz locker unsere 50, 60 Kilometer runter, aber man merkt gar nichts. Ja, da kommt noch eine. Also, wir planen schon wieder die nächste Pause. Also, dass wir bloß nicht ins Schwitzen kommen.
Frische Pflaumen. Habt ihr Hunger? Sofrik, komm her. Gib einen aus. Greif zu. Lecker. Danke. Ja. Einwandfrei. Ja, top. Hast du geguckt? Ja, hier. Ah, die Brücke geht hoch. Übrigens eines der meistgesagtesten Sprüche. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sehen kann. Kostenloses Schauspiel hier. Also ich habe heute veranlasst, dass hier mal die Brücke hochgemacht wird, weil geht ja gar nicht, dass ich hier einfach so rüberfahren kann. Das wäre Quatsch. Also, wir warten. Mal sehen, was passiert. Also, wir fragen uns jetzt allerdings, warum die Brücke hochgeht. Und wir sehen hier kein Schiff. Es ist wahrscheinlich so wie ein Sirenenalarm, so ein Probealarm irgendwie. Blinder Alarm. Oder, genau, wer... Ein Schiffer hat gedrückt und ist weggefahren, ganz schnell. Die haben Schuld, dass die Brücke hochgehen musste. Und sie geben sich Mühe, die enge Hafenausfahrt hier zu erreichen. Und ja, es wird gelingen. Ich bin mir sicher. Da kann nichts mehr schiefgehen. Hier an der Fegesacker Fähre haben wir jetzt schön Kaffee getrunken. Aber es gab leider keinen Kuchen. Aber dann haben wir heute Abend mehr Hunger. Jetzt die Weser, ne? Ja. Karin hat gerade erzählt, dass hinter uns eine Werft ist, die größere Yachten produziert. Die mega teuren Yachten für die Scheichs. Die Scheichjachten. So, ein schöner Aussichtspunkt. So, jetzt ein Selfie. GoPro mach ein Selfie. GoPro mach ein Selfie. Funktioniert alles. Tolles Gerät. So, Karin noch. Das ist hier die Weser Side Gallery.
toller Abschnitt hier. Hier muss wohl auch der Weserradweg entlang führen. Oder ein inoffizieller Teil des Weserradwegs mit diesem Graffiti-Wand. Tolle Atmosphäre hier. Geht. Moin, moin. Ja, wir sind jetzt 34 Kilometer gefahren. Knapp 20 haben wir noch und das ist die erste richtige Straße bisher. Also Karin hat das super ausgesucht. Tolle Strecke bisher. Ja, bitte. Ortsteil Strom. Jetzt fahren wir in den Strom rein. Elf Kilometer vor dem Ziel werden wir noch mal aufgehalten. Ja, wir haben alles mit dabei, sogar Schafe hier. Hast du das probiert? Wir pflegen die Landschaft. Ja, das macht Sinn, ne? Oh ja, oh, links, alles voll. Kannst du da selbstgebackenes Brot, da hinten ist ein Ofen noch, da backen die das hier und dann kannst du das kaufen, das schmeckt total lecker, das ist immer gleich ausverkauft. Ja. Und die Wassermühle, weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch mal geöffnet hat. Das ist dann Auslagerung vom Standesamt, da kann man heiraten und genau das haben wir getan 2010. Jetzt die schöne Abendsonne noch. Ah, herrlich. Ja. So, unsere Tour ist jetzt bald vorbei. Wir fahren jetzt Richtung Ziel, unser Hotel und alle mal eben duschen. Ein bisschen frisch machen und dann Essen fassen. Hier ist eure Übernachtungsdestination. Man kann es essen. Oh. Ja, so eine Kleinigkeit. Weil Karin ja Geburtstag hatte. Ich hatte Geburtstag. Happy danke, Bettina. Danke, Fried. Bitte. Ja, ich hatte mich auch verdrückt. So, wir haben uns jetzt etwas frisch gemacht und warm angezogen, weil wir jetzt gleich zur Pizzeria mit Karin und Duti fahren. Hunger haben wir auch schon, ne? Ja. Sehr schön.
Jetzt sitzen wir hier noch so ein paar Höhen und lassen den Abend ausklingen. Ja. Einen wunderschönen Tag haben wir gehabt. Schöne Tour gemacht. Hat mega Spaß gemacht mit genau. euch. Wirklich. Ganz große Klasse. Ja, macht immer Spaß. Das Wetter wurde immer besser. Ja, wirklich. Ja. Ganz große Klasse. Immer waren wir beim Italiener. Da gab es dann die versprochene Pizza, die haben wir uns eben schön. Haben wir schon den ganzen Tag drauf gefreut. Uns zu Gemüte geführt. Ja, wie gesagt, hier lassen wir jetzt den Abend ausklingen. Und schreit nach noch Wiederholung. Schreit nach Wiederholung. Irgendwo das anders oder hier. Mal gucken. Werden wir mit Sicherheit Zeug nach Hannover, genau. Genau. Dann haben wir auch noch keine Touren gemacht, außer Abstein oder mehr natürlich. Haben wir natürlich auch schon. Ja. Dann sagen wir mal Tschüss, also. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bleibt dabei. Und Daumen hoch.